Schönen guten Tag, ich hoffe, euch geht's gut. Christoph, geh aus der Kamera raus und lass Domo mal bitte etwas Content produzieren. Heute nur 4 Stunden Just Chatting? Oder wie ist der Plan? Brudi, shut up. Danke für die 380 Bits, alright? Und in Sanios Million grüße dich. Danke für die 10. Letzter Link, Freunde. Top die ohne Links. Ein Fun Fact ist untergebracht. Oh, es ist ein Best of Held der Steine. Sowas gibt's? Das ist mittlerweile. Ein Fun Fact ist untergebracht, dass es mittlerweile andere Farben gibt. Ha, witzig. Und sie darf zu ihrem Kumpel darf. Sie darf zum. Ach, ich finde da die Pumpe wesentlich zu groß und sie Wasserpumpe zu nennen ist schon hart an der Grenze zum Serviervorschlag. Also, wenn ihr aber mal tatsächlich. Nur mal so für euch für den Vergleich. So können Ketten auch rollen. Ja, Gott, so ein Akku. Boah, das ist teuer und das. So geil, wie sauer er einfach über so Lego-Spielzeug ist. Motoren drin. Ich liebe es. Wer ist er? Dude. Bro, das ist eine. Also, ich meine, wirklich Real Rap, das ist eine Bildungslücke. Das ist einer der besten YouTube-Channels, die wir in Deutschland haben. Einer der, wenn nicht sogar der most underrated YouTube-Channel. Digga, das ist so. Das ist auch so einfach ASMR in cool einfach. Das beruhigt so unnormal, Bruder. Es hält der Stein in den Guy, der. Wieder schon in die Kamera glotzt. Ist einfach so ein Guy, der quasi ein Lego-Lädchen hat und halt immer so Lego-Produkte vorstellt und sagt, was er daran scheiße findet oder gut findet. Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Europa in meinem wunderbaren kleinen Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die 7964. Aus den Tiefen meines Lagers rausgezählt. 7964 von 2011. Eine das ist eine Leihgabe von dem netten Mark. Liebe Grüße gehen raus. Republikanische Fregatte. Star Wars The Clone. Das sagt er immer. Es ist gefühlt jedes zweite eine Leihgabe. Boah, ich bin so aufgeregt. Und ich habe euch ja versprochen, ich habe mich gerade so echauffiert über den Technik-Schwachsinn, den Lego so treibt. Dann habe ich mir gedacht, komm. Das habe ich mir schon die Tage gedacht, nachdem ich das Gerümpel aufgebaut hatte. Bastelst du mal was aus den Teilen. Und ich sag's euch doch die ganze Zeit. Geht in euren Keller. Jeder hat so einen Keller. Da liegt irgendwo in der Ecke 3 bis 4 Kubikmeter Lego. Und ja, das jeder hat sowas. Und statistisch hat es jeder von euch. Und danach baut ihr was Nettes. Oh, der Lego ist so geil, Alter. Das ist teuer, das 230 Euro ja noch günstig. Wie soll denn eine Firma ein Technikmodell ferngesteuert mit Akku auf den Markt bringen für unter 230 Euro? Ihr müsst Hopsnehmung sowohl Bluetooth als auch euren Standort aktivieren. Wenn die Kinder damit spielen, guckt, ob nicht ein fensterloser Van irgendwo steht. Wie gesagt, ich mache gar nicht mit, der kommt mir nicht ins Regal. Ich habe 2 bestellt, weil ich dachte, ich baue das B-Modell. Gut, irgendwer, den ich nur mittel mag, hat mal Geburtstag, der kriegt den dann. Oh mein Gott, Bro. Ich bin ja ein, ihr wisst, quasi Kriegskind, ja? Also alt. Und der Onkel erzählt davon ja auch immer. Und in meinen Erinnerungen von meiner Jugend, die sind alle schwarz-weiß, noch so lang ist es her. Ey, Bro, Real Rap, ich dachte früher immer, dass früher alles schwarz-weiß war und dass es früher keine Farbe gab. Weil halt die Videos von damals halt auch schwarz-weiß waren. Damn, son, so, where'd you find so this? Dumm einfach, Bro. Aber als ich 10 war oder so, ne, nicht 10, aber als ich so 8 war oder so, dachte ich halt immer so, okay, gut. In der DDR war wahrscheinlich alles schwarz-weiß einfach. Auf der Lego-Seite haben sie gesagt, also Lego, Gott, die Webseite von Lego ist ja sowieso eine Katastrophe. Ja, aber true, der Azubi, true. Der die Webseite betreut, der hat sich richtig Mühe gegeben bei der Adventskalenderbeschreibung. Jetzt abgesehen von Rechtschreibfehlern, können jedem passieren, will ich mich gar nicht drüber lustig machen. Vielleicht schreibe ich Widerstand auch mal mit IE Autokorrektur. Ich weiß es nicht, was da passieren kann. Aber es ist halt komplette Hopsnahme. Auch inhaltlich, irgendwie sollen hier 13 Minifiguren drin sein. Lego weiß selbst nicht genau, wie das mit den Minifiguren ist. Das ist halt so ein Problem. Aber die Webseite ist groß, da können Fehler vorkommen und dann, man korrigiert ja auch nicht jeden Tag seine gesamte Webseite und der Azubi hat auch noch was anderes zu tun. Der muss ja auch Friendsets entwerfen. So, und jetzt pass mal auf. Er ist so pisst. Ich lieb's. Ist das Beste. Jetzt wollen wir auch noch ein bisschen Müll befördern, oder? Guckt mal. Wir machen das nochmal. So, ich halte es mal hier, weil ich mache das gleich wieder. Ich habe zufällig eine Tüte Friends. Ich habe hier die komische Saftbar von Hidden Side. Jetzt wollen wir hier Müll transportieren. Ich habe zufällig eine Packung Friends hier liegen. Alter Schwede.
Ach, geil, ey. Bei Lego geschenkt bekommen. Jetzt hat sie endlich mal einen wunderbaren Einsatzzweck. Pass mal auf, jetzt eben, Obacht, habe ich... Jetzt habe ich geschaltet. Ey, den das wollte ich holen. Den habe ich... Ich habe überlegt, ob ich den hole und Onstream baue. Pass mal auf, jetzt. Denkt ihr, wir sollten den holen? Weil ich feiere Lego-Technik nicht so doll, aber der erschien mir ziemlich cool. Wir haben schon den gebaut, Freunde, Onstream. Könnt ihr euch ja vielleicht noch dran erinnern. Und ich habe überlegt, ob wir noch einen hinzufügen. Mal gucken, ich war mir nicht sicher. Das hier ist an sich stabil, das Ding hier oben, also kann man auch dran halten. Das ist auch in Ordnung. Es ist nicht so, dass der einfach nur aus reiner Boshaftigkeit auseinanderfällt. Auch schon wieder Zustände. Das sind auch Prints. Dieses Set hier bei 450 Euro. Dieses Rad, was da vorne abgefallen ist. Oh, der sah auch sehr geil aus. Aber ich glaube, der ist ein bisschen teurer, ne? Boah, der ist schon krass, Alter. Der ist schon krass. Auch Prinz an. Dieses Set hier bei 450 Euro, was ja die klassische Weihnachtsgeschenkgröße für Kinder ist. Das Ding könnt ihr recyceln. Warte, was hat er gesagt? Dieses Set hier bei 450 Euro, was ja die klassische Weihnachtsgeschenkgröße für Kinder ist. Dieses Set für 450 Euro, was ja die klassische Weihnachtsgeschenkgröße ist für Kinder. Klassiker, man kennt's, Alter. Es ist so geil. Wie einfach diese Company einfach 24-7 hops nimmt. Ich lieb's einfach. Vor allem, weil das Ding ist halt so für so uns Normies, was Lego angeht, ist es so gar nicht obvious, aber es macht schon Sinn, was er sagt. So. Es ist so geil, ich lieb's. Das Ding könnt ihr recyceln. Jeder Bundesbürger im Schnitt hat eine halbe Tonne Lego im Keller. Ich hab nachgezählt. Das Kind sitzt halt am Telefon und klickt da drauf rum. Da hinten irgendwo läuft der Bagger rum und ärgert die Katze. Wir haben hier ein wunderbares Echtheitszertifikat. Alter. Das kennt ihr auch von Heilsteinen und so. Und ihr wisst ja... Von Heilstein. Ja, Alter. Wir haben hier ein wunderbares Echtheitszertifikat. Das kennt ihr auch von Heilsteinen und so. Aber trotzdem hatten die bei der Produktion irgendein Thema. Oh. Ist das auch direkt von Lego? Oder das? Boah, die sehen nice aus, Alter. Die sind tief ins Glas geschaut. Ey, ich fand diese Kettendinger hier so geil. No joke. Alter, das war so ein geiles Teil einfach. Ich weiß nicht warum, aber es gibt so bestimmte Lego-Dinge. Lego, ich will jetzt nicht Blöcke sagen, weil es ist ja kein Block, aber ihr wisst, was ich meine, so Objekte, die so selten waren, aber wenn man die hatte, waren die so geil, Alter, zum Spielen einfach. Diese Kette war so geil. Ja, ich hab da mal so Figuren dran gemacht, als würden die sich dann so schwingen und so. Guck dir mal, der ist schön tan. Dann suchen wir uns mal eine Farbe dazu aus. Genau, ich würde sagen Lime. Weil damit konntest du halt so geilen Scheiß bauen einfach. Wäre ich ein Lego-Entwickler, ich würde Lime da reinbauen. Und eines Morgens, da hatte ich mich einfach so gefühlt, als sollte ich einen Todesstern bauen. Ihr kennt diese Momente. Oh. Klassiker. Wer kennt's nicht? Und hab mir so eine Kutte umgehangen und los ging's. So, und hier haben wir's. Das ist ja quasi hier das alte MTV. Ey, ich finde diesen offenen Todesstern so scheiße, ne? Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich den null. Ich hab den auch im Laden gesehen, Alter. Ich fühle den nicht, Digga. Der ist scheiße. Trips. Und da steht er jetzt drin, der darf. Also, zum Spielen sicherlich ganz nice, aber so vom optischen her, Bro, nee. Raucht eine und zeigt den Leuten seine Sachen. Es guckt mit Sicherheit auch mein Kind ohne Aufsicht meine Videos an. Und wird wahrscheinlich fürs Leben gezeichnet sein dadurch. Ja. Nein! Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Und ich habe diesen Bausatz sehr, sehr häufig verkauft. Also erstmal natürlich die Basis, das war mein Brot- und Buttergeschäft, das Ding. Endlich gab es Fleisch wieder. Bei Friends. Ey, er ist so ein geisteskranker Ehrenmann, einfach. No joke. Ich sag's euch so, wie es ist, Freunde. Wenn ich irgendwann mal in Frankfurt für eine längere Zeit bin, dann komme ich bei dem im Laden vorbei und kaufe mir irgendwas. Einfach nur auf Ehrenbruderbasis. Ich habe mal hier eine Figur mitgebracht, die restlichen habe ich irgendwo weggehauen. Und Passwort Mama 12345 Querz. Jetzt bei der Wester Windkraftanlage ist ein Motor dabei. Ich krieg das ja immer noch nicht genau. Oh, aber also auch geil. So ein Rad. Nehmen, dass da ein Motor dabei ist. Für die 180 Euro nie gesehen. Alter, ich hab sowas noch nie gesehen. Übel geil. Ich wusste gar nicht, dass Lego sowas verkauft. Todesnein. Ich dachte, dass die da Motor reintun. Es sind ja fast 1000 Teile drin. Und diesen Mechanismus kriegt ihr zu Hause aus den Teilen, die unten in der Kiste liegen, gebaut. Und hier oben nehmt ihr irgendwelche x-beliebigen glatten Flächen. Ihr könnt auch einfach Plates nehmen und so rumdrehen. Farbtreue ist ja eh kein Thema mehr, also von daher, ihr schafft das hier wirklich. Einmal eins Rundfliese, Flätze. Digga, was ist das denn für ein geisteskrank hässliches Set? Da stimmt ja überhaupt nichts. Dieser Wagen sieht scheiße aus, dieses Rad sieht scheiße aus, diese Rampe sieht scheiße aus, holy shit. Silber bedruckt als Tacho. Hier ist eine Einmal-Eins-Fliese, hier ist der Tacho-Aufkleber. 50 Euro.
Und dann, hui! Wie fucking pissed er war, sich lieb. Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht nummeriert, aber was willst du bei 400 Teilen auch nummerieren? Das sind keine Gänge, sondern das ist quasi, wie schnell man fährt. Ist ja natürlich überhaupt keine Gangschaltung. Es ist ja keine Renn. Also, was ist los? Riesen-Action. Also ich finde das wirklich in Ordnung. Ich mag diese Race-Trucks. Die sind komplett unvernünftig und dämlich und deswegen mag ich sie. Sie sind mir ähnlich. Ich liebe diesen Jungen, Alter. No joke. Shoutout Held der Steine, Alter. Besser YouTube-Channel. Sein trockener Humor ist so geil. Ja, er ist halt so übernerd in diesem Lego-Ding drin, Alter, und sagt dann so trockene Jokes. Aber so höflich irgendwie auch. Es ist so lustig. So lustig, Alter. No joke.